Berichten zufolge senden die russischen Streitkräfte modifizierte Truppentransporter in die Ukraine. Die Fahrzeuge sind mit veralteten Kanonen ausgestattet, die zuvor auf Schiffen verwendet wurden. Ein Jahr nach Beginn der russischen Offensive in der Ukraine hat Moskau die Streitkräfte anscheinend in eine schwere materielle Krise gebracht. Wie das US-amerikanische Magazin Forbes berichtet, richtet Russland unter anderem die alten MTLB-Truppen mit rund 80 Jahren ausgeschützte Türme, die ursprünglich für Patrouillenboote gebaut wurden. Laut dem Bericht haben ukrainische Soldaten Anfang Februar in Lugida in der Region Donetsk zum ersten Mal ein solches umgebaute MTLB erobert. Der von den Russen zurückgelassene Truppentransporter hatte laut den Informationen eine 2,7 Meter Waffe. Die war 1945 in der Roten Armee in Betrieb genommen. Diese sind zwei 14,5 mm Maschinengewehre hinter einem Stahlschild als Abdeckung für den Schützen. Anfang März zirkulierten Bilder von mehreren MTLB im Internet mit einer 2M3-Kanone, einschließlich des Gastenturms auf dem Dach. Der 2M3 besteht aus zwei 25 mm Kanonen, die einen übereinander angeordnet sind und einem Stahl untergebracht sind. Die Waffe wurde von 1950 bis 1984 in Serie hergestellt und als Flugzeugkanone mehr als 30 Schiffsklassen installiert. Laut Forbes modifizieren die Ukrainer auf alte MTLB, indem sie sie mit 100 mm Panzern des MT-12-Typs ausstatten. Der Unterschied zwischen russischen MTLB und einem ukrainischen MTLB mit MT-12-Lüge: die gepanzerte Verteidigungskanone konnte bis zu 9000 Meter schießen, während der Bereich von 2,-3 Meter nicht mehr als 2700 Meter beträgt. Da der russische MTLB mit 2M-3 die russische MTLB näher fahren musste für den Feind, was aufgrund der dünnen Rüstung eine große Gefahr darstellt. Alternativ könnte der russische MTLB auch als Flugabwehrpistole verwendet werden, schreibt das Magazin. Der Truppentransporter hat jedoch kein Radar, das das Feuer lenken könnte, Mangel an Alternativen. Vor einigen Tagen zeigten Fotos, dass der Kreml auch alte BTR-50-Transporttanks nach vorne schickt,